Yo Leute, was geht und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Ich sitze hier auf meiner FE 450 Supermoto. Ich habe gerade jetzt frisch meinen Supermoto-Satz draufgebaut. Meine Blinker habe ich heute, meine Spiegel habe ich verbaut. Mein Kennzeichen ist jetzt dran. Und in dem Video wollte ich einfach noch mal kurz auf das Kennzeichen eingehen, weil das kann vielleicht den ein oder anderen Hasen von euch interessieren. Das ist ja ein selbstgebautes Kennzeichen mit Verbindung mit der Hotswap Pro Halterung. Dazu sind noch diese 3-in-1 Blinker verbaut. Ja, und ich glaube, ich kann das jetzt auf dem Moped nicht so gut erklären. Deswegen blende ich jetzt mal ein paar Detail-Shots ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich bin jetzt in der Werkstatt. Ihr habt ja die Begrüßung schon gesehen. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das verbauen. Hier ist ja noch das alte System. Dazu ist jetzt der Plan, dass wir das Blech hier nehmen. Die Platte wird hier darüber gelegt, dann verschraubt. Klar, es werden dann oben hier am Heck 4 Schrauben sein, aber das ist, finde ich, nicht sehr schlimm. Hier, wenn ihr die Linie seht, das wird jetzt ein Winkel werden, das wird jetzt dann nach oben geklappt, um dann die Kennzeichenbeleuchtung hier festzumachen. Ich fange einfach mal oben an. Das sind 3-in-1 Blinker. Die haben Rücklicht, Bremslicht und Blinker in einem. Und das Schöne ist bei denen, die kann ich einfach, wenn ich in den Enduro-Bereich gehe, dann kann ich die einfach so reinklappen. Dann ist das Heck abgeschlossen, Kennzeichen kann ich runter machen und dann kann nichts passieren. Wie habe ich das gemacht? Ich nehme dazu einfach mal kurz mein Kennzeichen ab. Ja, das ist bei mir noch ein bisschen schwergängig, aber das wird auch zumal immer leichter, haben die bei Hotswap gesagt. So. Okay, ist unten. So, ich klappe die Kamera mal so ein bisschen nach oben. Ich hoffe, ihr seht es so besser. Ich habe jetzt halt hier die Blinker auf dem Hotswap-System dran gebaut. Das sind ja 4 Schrauben bei dem Hotswap Pro. 2 davon habe ich einfach nur fürs Heck zur Stabilisation. Und 2 habe ich, um den Blinker dort zu positionieren. Und die sind mit solchen Muttern versehen, die noch so einen Gummiring drinnen haben. So können die Muttern sich nicht lösen, und sie sind trotzdem fest angezogen, aber ich kann sie trotzdem, wenn ich Kraft aufwende, sie rein versetzen. Das ist eine echt coole Sache. Meine Kennzeichenbeleuchtung ist hier noch verbaut und das wurde alles auf diese Platte draufgeschraubt mit Verbindung zu dem Pro-System. Ganz geil. Ich habe letztens noch bei den Hotswap-Leuten ein Video gesehen, dass egal wie viel Kraft drauf wirkt auf dem Pro-Modell, es verformt sich nicht. Also egal, ob ihr einen Sturz habt oder was auch immer, das Kennzeichen fliegt ab, also müsst ihr das aber nicht neu kaufen, weil diese Aufnahme, die verformt sich einfach nicht. Geniale Geschichte, habe ich auch nicht gewusst, aber so habt ihr es, wie es aussieht, ein Leben lang. Hier ist noch das andere Komponent vom Kennzeichen. Hier ist auch noch das Gorilla Plate dran. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Carbonplatte so viel ausmacht. Also von vorne richtig schick. Und von hinten, gerade wenn es dann verbaut ist, macht es halt viel mehr her, als wie die Farbe von dem Kennzeichen halt, das normal ist. Ja, wäre es vielleicht noch gewesen, wenn der Winkel vielleicht auch noch in schwarz oder so gewesen wäre. Aber ja, kann ich alles haben. Hier sind die Blinkerkabel und dann haben wir noch auf der linken Seite haben wir noch das Kennzeichenlicht. Ich stecke das jetzt einfach mal wieder drauf und dann zeige ich euch nochmal, wie es verbaut aussieht. So. Es geht bei jedem Mal und Malen besser und ihr seht ja selbst, wie krass das abschließt. Hier ist nichts zu sehen, außer die Blinker und das Kennzeichen. Mir fehlt noch zwar der Reflektor, aber den habe ich jetzt noch nicht drauf. Aber wie ihr seht, es ist so geil schlank. Ich habe mir da schon echt Gedanken drüber gemacht, dass es perfekt wirkt. Und ja, ich bin mega zufrieden. Grüße auch nochmal an Nico und an Kili, die mir geholfen haben für die Verkabelung, plus nochmal den Kennzeichenhalter. Wirklich vom Feinsten geworden. Schreibt mir auch gerne mal rein, was ihr so dazu meint, weil
Also ich finde, besser kann man es gar nicht lösen. Ich habe ja schon von Six Shifts oder von dem Zip ein paar Videos angeschaut, aber das hat mir alles nicht so getaugt. Das gefällt mir jetzt wirklich am besten von allem. Und ja, demnächst wird halt dann echt noch ein bisschen was an der Optik gemacht. Ich fahre jetzt ja das erste Mal auf der Supermoto-Bereifung. Wirklich geil. Und die marschiert nach vorne. Das ist wirklich verrückt. Und zum Schluss gibt es jetzt noch einen schönen Anfänger-Wheelie auf meiner Huserberg. Mal gucken. Juhu! Okay, ging eigentlich besser als gedacht. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dabei helfen. Und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Ich gehe jetzt nochmal ein paar Kurven fahren, bevor es nach Hause geht. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Und tschüss.